Gold. Das Gold nehmen wir mit. Kann ich morgen wieder ein bisschen was herstellen? Irgendwas stimmt mit der Frau da hinten nicht. Die singt irgendwas Komisches. Da gibt es so eine komische Laute von sich. Auch mal mit? Ist das Lager? Auf meiner Seele liegt ein Schatten. Ihr seid wirklich mutig, um euch solchen Kreaturen zu stellen. Habt Dank. Ich wünschte nur, ich hätte selber gehen können, statt euch zu schicken. Aber wegen meines Alters und meiner Verletzung kann ich kein Schwert schwingen, geschweige denn einen Bogen spannen. Euren Erzählungen entnehme ich, dass Angmar nicht nur einfach eine kleine Scheinstreitmacht nach Vornost geschickt hat. Nein, es sieht aus, als hätten sie eine ganze Armee geschickt. Vornost ist wieder einmal an Angmar gefallen. Werdet ihr euch mein Leid anhören? Nun schnell, ihr müsst zu Halbarad nach Istildin zurückkehren. Die berichten, was ihr hier erfahren habt. Angmar hat erneut Vornost eingenommen. Von einer solchen Festung aus könnte Angmar den ganzen Norden beherrschen. Doch es gibt sogar noch Schlimmeres zu fürchten. Es wird von einem großen Übel erzählt, das in den verfallenen Hallen von Vornost haust. Dieses Böse könnte angerufen werden, um Angmar zu dienen. Geht nach Esteldin und teilt Halbarad alles mit, was ihr hier erfahren habt. Okay. Also wieder der ganze Weg. Ganz nach da hinten noch zurück. Ah nee, ich kann noch nicht zurückreisen. Ich könnte. Oder ich hätte zumindest gekonnt. Dauert aber noch. Ja, 13 Minuten warte ich nicht. Guck einfach, ob wir von da oben, uns weiterreisen können. Sehe ich dann mal automatisch die Reise. Kann ich mich hier ein bisschen zurücklehnen? Vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid bzw. Host. Vielen, vielen lieben Dank. Wie kann Und ich wie weit euch bist zu du noch Diensten sein? gekommen? Beziehungsweise ihr in Final Fantasy. Ich habe hier so ein bisschen reingelockt bei dir. Tommy, hallo. Komm da nicht hin, ne? Warte mal. Was benötigt ihr? Stell ihn doch. Ich komme dahin. Oh, sehr gut. Ich bin einfach mal faul und lasse reiten. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Stream. Chaos-Tempo.
Hast du es aber doch recht weit geschafft. Hast du es echt doch recht weit geschafft. Bist du ja sogar durch meinen Lieblingsdungeon schon durch. Knüff. Und wie war der Tom Mirage? Ihr habt morgen noch eine Zugfahrt von mir, da musste ich leider aufhören. Ah, oh, schade. Der hatte ziemlich viele Kisten. Ja. Aber ich fand den halt cool. Vor allem wegen den Robotern, die da drin sind. Das erinnert mich immer so ein bisschen an. Oh, wie hieß denn deine Film? Von Hayao Miyazaki auf jeden Fall. Warte mal. Das ist bloß im Himmel. Da erinnert mich der Turm immer so ein bisschen dran. Und diese Roboter, die da im Garten umgewandelt sind. Falls einer den Film von euch kennt. Da erinnert mich der Turm immer so ein bisschen dran. Ich muss morgen auch raus und sag good night. Denn dir vielen, vielen lieben Dank, dass du mitgeradet bist. Und eine wundervolle gute Nacht. Und morgen einen erfolgreichen Arbeitstag. Ich mache auch nicht mehr ganz so lange, beziehungsweise, warte mal. Naja, halbe bis eine Stunde mal noch. Ungefähr. Ich will hier so ein bisschen die Lotro-Hauptstory weitermachen. Damit wir hier ein bisschen vorankommen. So schön die Nordtönen auch sind, aber ich neige doch dazu, jetzt endlich mal weiterzumachen. Vor allem, wenn das Buch genauso lang ist wie. Nur noch eine Quest. Ja. Ja, mein Standardsatz. Nur noch eine Quest. Ich weiß. Es wird nichts. Wenn ich sage, nur noch eine Quest ins 30. Ach, die eine geht auch noch. Hm. Oh, guck mal. Da ist ja noch was Schönes. Oh ja, das nehme ich nochmal mit. Oh. Oh ja, das mache ich auch nochmal schnell. Ach, ja, das sind ja nur noch so wenig. Komm, die Bezwingertat machen wir auch noch schnell. Ja, ich weiß. Ich bin unverbesserlich. Ich weiß. Ich gebe es ja zu. Ich hab ein Problem. Ich habe ein Suchtproblem. Buch der Taten war schon eher. Wenn ich schon mal da bin. Mhm. Ja. Beim Buch der Taten habe ich gerade mal Auenland und Eredluin durch. Aber ja, das Buch der Taten gibt es noch. Breland. Das muss ich doch alles in Breland machen. Sieht da nicht viel aus, und das ist aber viel. Die Einsamlande auch noch. Gut, und Nordhöhen. Ja, habe ich auch noch ein bisschen was vor mir. Aber das hier ist fertig. Eredluin und Auenland. Juhu! Warte mal. War hier mal. Meistens 5 Punkte, Titel und Ruf. Das ist das häufigste. Ansonsten noch Zeichen. Tugend, Erfahrungspunkte. Ganz selten mal Aschepartikel. Ich weiß gar nicht, wo die gerade abgeblieben sind. Irgendeine hatte ich da nämlich. Ja, Aschepartikel der Verzauberung bringt's noch. Ja. Aber meistens halt Rufzeichen. So weiter. Ich weiß gar nicht. Breland. Ist irgendwas anders? Ne. 10 Punkte für mittelschwere Bezwingertaten. Ja, auf jeden Fall Titel. Jede Menge Titel. Verjüngungstränke. Und Aschepartikel. Also, ja. Ja. Ne? Ja. Das dachte ich mir. Das sehen wir früher so, dass man das Buch der Taten machen musste, um Tugenden zu bekommen, damit zu verbessern und dann ausrüsten zu können. Also manchmal, glaube ich zumindest, kriegt man durch das Buch der Taten hier so Rasseneigenschaften, glaube ich. Und das meine ich hier mal irgendeine Eigenschaft gehabt zu haben, die ich dann hier freigeschaltet hatte. Das kann mich aber auch täuschen. Und so sieht zum Beispiel das Eigenschaftsfenster aus.
wo ich meine Skillpunkte reinsetze, die ich übrigens gerade reinsetzen kann. Tada. Gut. Ein Punkt noch. Einen. Und hier sind die Tugenden. Zum Leveln. Gut, dass ich aber gerade mal reingucke. Hier ist aber alles 16. Okay. Rassen- und Klasseneigenschaften gab es auch, aber es gab keine Skillpunkte. Hier hat man damals auch über das Buch der Taten gemacht. Ach du grüne Neune. Früher war es so, dass du für eine bestimmte Tat zum Beispiel plus 1 Gnade bekommen hast. Mit Maximum von 20. Ach du grüne Neune. Also ganz, ganz früher weiß ich halt leider nicht mehr, wie das war. Als ich angefangen habe, war es schon so, wie es jetzt ist. Meine ich. Glaube ich. Denke ich. Ich bin mir unsicher. Ich meine, ich kann mich nur an das hier jetzt erinnern. Jetzt ist es so, dass die gleiche Tat plus 1000 Tugend XP bringt, je nachdem, welche du ausgewählt hast. Ah. Ah. Okay. Ich lerne trotzdem noch was dazu. Okay, ist schon alles in der Nähe. Schreien die so. Ich fand das alte Skillsystem ziemlich interessant. Also mich hätte es halt auch interessiert, wie das damals war. Aber naja. Dafür gibt es mittlerweile auch 75. Ach du Scheiße. Was wollt ihr von mir? Okay. Ich habe bis an mein Lebensende hier zu tun. Ich werde bis an meinem Lebensende hier in Lotro festsitzen. Brutal. Ich grüße euch. Ich denke, wir können schon dankbar dafür sein, dass wir inzwischen mehr über die Pläne des Feindes wissen. Dennoch stellt sich uns allen die drängende Frage, wie wir mit dieser Bedrohung umgehen. Die Völker der Nordhöhen müssen zu einem Rat einberufen werden, um darüber zu beraten, wie mit der Bedrohung umgegangen werden soll. Es bleibt noch so viel zu tun und auf euch warten in den nächsten Tagen viele Aufgaben, wenn ihr denn dazu bereit seid. Ja, hab ich eine Wahl? Nein. Ach. Teil 1 von 3. Aufruf an die Zwerge. Verarschen, oder? Ihr wollt mich echt verarschen. Wer war nochmal so blöd und hat gesagt, ich mache jetzt Hauptstory? Nein. Okay. Könnte ich einen Augenblick. Wir fangen mit den Zwergen an. Wir gehen schön in der Reihe nach. Wir brauchen die Verstärkung durch die Zwerge von Utrika, um mit der Bedrohung aus Angmar fertig zu werden. Die Zwerge dort sind gute Langbärte. Sie wurden jedoch seit Jahren von den Grimhans zur Arbeit gezwungen. Als die Grimhans dann gezeigt haben, wem sie wirklich dienen, haben die Langbärte sie aus Utrika vertrieben. Sie werden jedoch immer noch von dem Grimhans unter Druck gesetzt. Erst vor kurzem ist Dori, einer von Durins Volk, in Erebor gekommen, um ihnen beizustehen. Es wird nicht einfach sein, sie davon zu überzeugen, dem Rat beizustehen. Aber ihr müsst es versuchen. Geht nach Utrika und sprecht mit Dori. Falls ihr Dori aus irgendeinem Grund nicht finden könnt, dann sprecht mit einem Zwerg namens Hanar. Er führt die edlen Langbärte aus Utrika an. Okay. Das gilt, wie du erst nach dem Abschluss einer Klassentat ausrüsten konntest. Ich habe echt alles vergessen, habe Lotro seit Reiter von Rohan nicht mehr gespielt. Und das war es noch, das alte Level-Up-System. Ach du Gute. So weit bin ich noch nie gekommen. Ich bin froh, dass ich es überhaupt mal in die Nordhöhen geschafft habe, dass ich die einsamen Lande durch habe, bis auf das Buch der Taten. Das ist für mich schon ein riesiger Schritt. Und ich bin gespannt auf Moria. Nur mal so dazu, ne? Bin schon sehr gespannt auf Moria. Auch das dauert noch. Ein bisschen zumindest. Ganz kleines bisschen. Mhm.
2 Tage. Gib mir 2 Tage. Ich könnte auch jetzt schon nach Mori, aber... Nein. Okay. Das glaubst du selber nicht, oder? Das habe ich ja nicht mal bei FF14 geschafft. Und da war ich schon schnell für meine Verhältnisse. Ich mache erstmal das mit den Zwergen. Bevor ich da jetzt jedes Kapitel annehme. Ich mache erstmal das mit den Zwergen. Sonst verhedder ich mich da wieder in allem Möglichen. Wenn du Mori-Expeditionsführer brauchst, ich besitze Titel und Umrang. Okay. Ach, da komme ich noch nicht rein. Stimmt. Ich muss nach hinten. Aber denk dran, dafür müsstest du das... Entweder müsstest du das Spiel vorher erstmal wieder installieren. Oder du müsstest mich so durchführen. Ich grüße euch. Aber ein Expeditionsführer wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Das grenzt die Möglichkeit ein, dass ich mich verlaufe. Wobei, es könnte witzig werden, wenn ich dann so durch Moria irre. Und sich jeder denkt... Gott, ist die blöd. Geh links. Oder geh rechts. Nicht da lang. Könnte lustig werden. Könnte aber auch zu purer Verzweiflung führen. Ich weiß es noch nicht. Ging das damals für Pre-Order oder für die Special Edition? Ach, die können alle. Yes. Ich bin froh, wenn ich irgendwann mal so weit bin, dass ich mir Gundabad kaufen kann. Da bin ich schon froh drum. Bis es soweit ist, habe ich mir das Geld auch für die Special Edition zusammengespart. Geh links. Das andere links. Ey, 100 Pro, das wird so sein. Das wird so sein. Ich weiß es jetzt schon. Ich spüre es. Moria ist einfach, du musst dir nur vorstellen, wohin du willst. Und nicht den Weg zum Ziel suchen. Die Vorstellung allein ist Gold wert. Na, da hapert's ja schon. Da hapert's ja schon an der Vorstellung. Besitzt doch keine Vorstellungskraft. Also, da ist die Tür. Ich sag mal nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich das Gebiet hier gefunden habe. Wo wir jetzt hier drin stehen. Ich sage es mal einfach nicht. Oder dass ich die Ork-Anführer da hinten nicht gefunden habe, die irgendwo hier sind. Hau mich aber nun hin. Mach das. Und vielen, vielen lieben Dank nochmal für den Raid bzw. Host. Vielen, vielen lieben Dank. Morgen natürlich auch einen erfolgreichen Tag. Ich wünsche euch noch viel Spaß und gute Nacht. Danke. Hier ebenfalls eine wundervolle gute Nacht. Und Spaß haben wir sowieso. Wie gesagt, sucht zurzeit. Sucht. Ich meine, bei 79 Stunden in den letzten 2 Wochen. Wenn ich meiner Oma nicht noch so oft helfen möchte, oder nicht so meine Oma wäre zurzeit, aus Gründen, dann wären es noch mehr Stunden. Mein Freund ist schon... mein Freund ist schon fertig. Er ist schon vom Glauben abgefallen. 79 Stunden. Ey, das ist echt viel. Dafür, dass ich eigentlich nicht so viel Zeit habe zurzeit, ist das echt viel. Warte mal, wie viele Stunden habe ich gerade in Steam? Nein, das ist nicht mein Profil. Ich bin bei 210 Stunden in den letzten 2 Wochen an Spielzeit. Na gut, mein Bearbeitungsprogramm geht da noch mit rein. Aber 210 Stunden. Insgesamt. Ich bin falsch geritten. Da sind wir wieder beim Thema. Karte.
Orientierung. 85 in Lotro die letzten Wochen. Auf die 85 komme ich auch noch. Glaube ich. Wenn ich jetzt wieder mehr streame, dann komme ich auch auf meine über 80. Wobei am Sonntag waren es tatsächlich, ich meine 80,7. Ich glaube 80,7 waren es. Aber die Zeit wird ja immer wieder zurückgesetzt. Leider. Leider, leider. Ich habe halt in den letzten Wochen sehr wenig gestreamt. Sehr wenig Lotro gestreamt. So, dann gehe ich jetzt erstmal nach da hinten hin. Und dann denke ich jetzt da. Warte mal, was habe ich denn? Dann müsste ich einmal noch mal kurz raus. Okay, FF14 habe ich jetzt nicht so häufig gespielt in den letzten Wochen. Habe ich dann viel gespielt? Ja, eigentlich nur mein Bearbeitungsprogramm. Bearbeitungsprogramm und... Nee, Tales habe ich auch nicht so viel gespielt. Planet Zoo meine ich. Ich glaube, Planet Zoo hat ich noch recht viel gespielt. Ja, Planet Zoo. Ja gut, und meine Stream-Avatare. Also die kleinen Pinökettchen, die hier unten am Bildschirmrand rumlaufen. Beziehungsweise jetzt gerade nicht. Diese hier. Die jetzt aufploppen. Da habe ich 36 Stunden. Was aber auch recht wenig ist, wenn ich bedenke, dass es die komplette Streamzeit ist. 36 Stunden in den letzten 2 Wochen ist recht wenig. Die zählt ja die Zeit auch schon, wenn du den Launcher startest. Das stimmt. Gott sei Dank verbringe ich nicht viel Zeit da drin. Es sei denn bei Updates. Das ist dann natürlich, ne? Das zählt dann natürlich auf die Zeit drauf. Aber in der Regel bin ich Gott sei Dank nicht lange drin. Bin meistens lang im Startbildschirm. Bei der Charakterauswahl. Weil ich meistens vorher noch aufs Klo gehe, was zu trinken hole, was zu essen hole. Dann fällt mir ein, ach ja, mir ist kalt oder warm. Da bin ich recht oft. Oder, oh nee, ich möchte doch einen anderen Char spielen. Nehmen wir doch mal den da. Ach nee, doch, ich habe doch lieber Bock auf den anderen. Das ist, ja. 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 Es ist ein schweres Lister, was ich damit berufsschleppe. Wobei, wenn Endwalker kommt, ist FF14 erstmal wieder. 4 Stunden. So, wo muss ich hin? Jetzt geht schon wieder los. Dahin. Dahin. Hi. Seid gegrüßt. Ihr sucht Dori? Dori ist unglücklicherweise den Grimhans in die Hände gefallen. Ein Gesandter, der Verräter war gerade hier, hat uns gedroht, dass sie Dori töten werden, wenn wir ihnen die Minen nicht übergeben. Bitte, schenkt mir Gehör. Es passt dir wie die Faust aufs Auge gerade. Ein Rat der freien Völker? Wie könnten wir an einem Rat denken, wenn Dori nicht bei uns ist? Erst als Dori gekommen ist und uns den Edelsteinschatz mitgebracht hat, haben wir wieder zu hoffen gewagt. Aber Dori wurde gefangen genommen. Die Edelsteine sind verloren und unsere Hoffnung ist dahin. Wenn diese Menschen, diese Waldläufer, die Unterstützung der Zwerge von Utrika wünschen, dann muss Dori erst befreit werden. Ihr als Gesandter der Waldläufer müsst diese Aufgabe erledigen. Hallo? Warum muss? Das Einzige, was ich muss, ist irgendwann sterben. Muss diese Aufgabe erledigen, wenn ihr uns bei diesem Rat sehen wollt. Du wirst wahrscheinlich im Grimhandlager im Westen von Utrika festgehalten. Freit Dori und bringt ihn in Sicherheit. Sobald er befreit ist, entscheiden wir über euren Rat. Wird empfohlen, diese Aufgabe in einer Gefährtsgruppe zu beschreiten.
Wenn ihr euch entscheiden solltet, euch diese Herausforderung solo oder in einer kleinen Gefährdengruppe zu stellen, dann wird euch Inspiration dabei helfen. Was? Ich möchte das aber allein machen. Darf ich das allein machen? Ja, ganz schlimm in F14. Da kann man ganz ohne Ausloggen scharf wechseln. Ja, könnte man. Könnte man. Ich habe Civilization 5 vorbestellt und dann eben den Patcher um Launch Day gestartet. Dann meinte ein Kumpel am nächsten Abend: Warum hast du schon 23 Stunden gespielt? Ich dachte, wir wollten zusammen spielen. Ah, wie geil. Ja. Ich weiß gar nicht. Hatte ich das schon mal? Ich glaube nicht. Ich glaube, bisher hatte ich das noch nicht. Aber das ist halt auch so geil, wenn manche... Auch wenn manchmal bei einer Installation die Zeit einfach schon mitzählt und du dir nur so denkst, jo, schön, die Zeit darf ich dann abziehen. Aufgabe Pferdengruppe. Muss ich? Darf ich? Darf ich das allein machen? Schaffe ich das alleine? Muss ich hier hin? Muss ich hin? Da muss ich hin, oder? Nee. Ich weiß es nicht. Nee, ich muss ganz woanders hin. Ich muss da ganz da hinten. Da, wo ich vorhin schon mal gewesen bin. Aus Versehen. Nein. Quatsch. Karma. Kannst du den ganzen Epos allein machen? Gut. Mich verunsichert das immer, wenn da steht Gefährtengruppe. Ich hab keinen Bock auf Weil das würde bedeuten, dass ich nämlich warten muss, bis meine zwei Leutchen soweit sind. Das kann dauern. Das kann sehr, sehr lange dauern. Wo muss ich hin? Dahin? Da muss ich hin, oder? Ich weiß es nicht, warte mal. Ja. Oder? Okay. Ja, Vogel, lass mich mal. Lass mich mal in Ruhe. Ich will nicht. Wenn ich gegen dich kämpfen wollen würde, dann würde ich es tun. Sie juckt mich jetzt nicht wenig, ob du da gerade hinter mir herflatterst. In den Aufgaben, die früher Pferdegruppen waren, gibt es Inspirationen, die deinen Schaden, deine Heilung und alles bufft. Muss ich das dann extra einstellen oder muss ich das einfach so... Also kriege ich das einfach so dann? Wie gesagt, so weit war ich ja bisher noch nicht. Deswegen bin ich da noch etwas sehr unwissend. Hi. Hallo, meine kleinen Zwergchen. Warum läuft meine Katze nicht mehr hinter mir her? Ja. Hi. Hi, Kätzchen. Wie wir uns auch noch was. Mhm. Ich meine, das hier ist was anderes, was ich gerade mache. Ah, nee. Hi. Hallo. Nenn dich. Diese Grimhans haben den Edelsteinschatz, den ich mitgebracht hatte, gestohlen. Wir müssen sie uns wiederholen. Unsere Kerl braucht diese Steine. Komm jetzt, bevor die Grimhans Verdacht schöpfen. Das tun sie auch nicht gerade, oder? War Dori nicht sogar bei der Gruppe von Thorin damals dabei? Weh.
Inspiriert. Ah, okay, das heißt, man kriegt es dann wirklich automatisch. Das ist gut. Jetzt bin ich beruhigt. Ich darf es allein machen. Dori, wo willst du hin? Mit diesem Moment, wenn sie anfängt zurückzurennen. Oh, jetzt ist es zu kurz vor der 35. Diese wunderschöne 35. Du, beeil dich. Lauf schneller. Das hat aber nichts mit schneller laufen zu tun. Wenn wir hier durch sind, ist es 2 Uhr. Du läufst ja nicht wieder zurück, oder? Gut. Ich glaube, dann hätte ich ihn da stehen lassen. Ich weiß halt dumm. Ich sehe sie dumm. Ich kann ja sowieso schon mal alles platt machen, ne? Gleich. Jetzt über die 9. Hör auf, zurückzurennen.
Nein, nein, nein. Mich. Wie nicht. Ich war gleich durch. War bei da. Sind wir bald da? Ja. Freiheit. Du nicht ganz so lange gebraucht. Haben noch eine halbe Stunde. Gut, nehmen wir mal. So. Wie voll wird's denn Inventar haben? Jupp. Ich kann ja nichts von gebrauchen. Kann ich gleich alles verkaufen. Was wollt ihr? Ihr habt den Zwergen von Utrika heute einen großen Dienst erwiesen. Dori ist kurz vor euch eingetroffen und ruht sich nun drinnen aus. Aber er hat uns vor eurer mutigen Rettungstat erzählt. Wir stehen in eurer Schuld. Ich kann nichts davon gebrauchen. Juhu! Wir haben die 35. Wir haben es geschafft. So, alle Ziele für heute erreicht. Bevor er sich zurückgezogen hat, habe ich Dori von eurer Nachricht über den Rat von Istedin erzählt. Er meinte, wir sollten gehen und ich bin derselben Meinung. Die Zwerge werden dem Rat zur Verfügung stehen und den Nordtönen aus den Fängen des Feindes befreien. Geht jetzt und teilt den Waldläufern mit, dass wir kommen werden. Okay. Halberat. Also einmal wieder zurück. Ist sonst noch irgendwas in der Nähe? Ja, die Waage töten. Gerne noch machen. Ich meine, die Waage sind ja quasi eh auf dem Weg. Lässt du Zwerge töten? Werde ich zumindest den einen Auftrag da nochmal anfangen? Mit Kapitel 5, glaube ich. Muss, glaube ich, Kapitel 5 sein. Den beenden wir aber auch bald, würde ich sagen.
Sofern nicht wieder irgendein Raid reinkommt. Zum Ende hin. Wie beim... Was letztes Mal? Ich glaube, es war letztes Mal. Oder vorletztes Mal? Irgendwann, als ich früh aufstehen musste. Kann auch das vorletzte Mal gewesen sein. War minimal ärgerlich. Ich höre bei Raids halt nicht gern direkt auf, nee. Macht dann am liebsten immer noch. Das ist ein Valk. Ach, Waage, das ist ein Witz. Zumindest wenn man sie nur töten muss. Zu finden ist schwieriger. Da ist auch noch einer. Waage, wo seid ihr? Nein, du bist ein Ochse. Oh, Ochsen sind keine Waage da. Hilft da haben wir gleich fast. Vier von acht. Nee. Fünf von acht. Da sehe ich schon wieder Spinnweben. Das deutet in der Regel nichts Gutes. Wer hat die Waage versteckt? Da. Wohl dran vorbeigerannt. Zwei noch. Einer noch. Einen letzten Warg da. Hallo. Nee. Deswegen möchte ich immer noch nicht machen. Damit Edelsteinbeutel auf. Nee, Edelsteinbeutel. Oder muss ich euch töten? Nee. Löst du die Falle aus? Hi. Das ist jetzt gerade wieder die Frage, ist das da irgendwo oben? Wenn ja, frage ich mich halt wo und wie. Ekelhaft.
Ich hasse Spinnen. Okay. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich da hinkomme. Edelsteine. Ich wolle nennt. Vielleicht muss ich dafür doch das eine Ding annehmen. Habe ich zumindest einmal angenommen. Kann ich den immer noch machen? Instant besiegt das Spinnen. Ach nee, ich muss das in 3 Minuten machen. Ach, vergiss es. Nee, nee, nee. Dann mache ich das später nochmal. Da geht's nur runter. Gut. Das mache ich dann mal in einer ruhigen Sekunde. Ausrüstung. Nee, nee. Oder? Das würde ich einmal gerne. Herr Wag, könnten Sie bitte abhauen? Ich möchte Sie nicht dabei haben. Hm. Ich grüße euch. Yep, ich dich auch. Eine Quest einmal abgegeben. Und dann aber die Hauptquest noch. Da ist gerade nichts. Seltsam. Okay, gut. Dann einmal hier rein. Hallo, Halberat. Was kann ich für euch tun? Oh, das sind richtig gute Neuigkeiten. Wenn die Zwerge uns beistehen, dann sind unsere Chancen viel besser, dass wir den Kampf gegen Angmar eine Wendung geben könnten. Ihr habt euch heute gut geschlagen. Wirklich sehr gut. Aufruf an die Elben. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Im Süden von Esteldin steht eine kleine Zuflucht der Elben. Die Elben haben viele Jahre dort gelebt. In letzter Zeit haben die meisten Elben jedoch die Lichtung verlassen. Was noch schlimmer ist, ich habe gehört, dass diejenigen, die geblieben sind, von Steintrollen aus dem Norden vernichtet wurden. Was für ein Schicksal, dass Gildor in Glorion, ein Elbenherrscher aus Bruchtal, uns über die Bewegung des Feindes unterrichten wollte, aber zu spät kam, um diejenigen zu retten, die zurückgeblieben waren. Er sollte zum Rat gebeten werden, aber ich fürchte, er wird zu sehr damit beschäftigt sein, die Lichtung und sein Volk zu schützen. Es wird eure Aufgabe sein, nach Lin-Gilead zu gehen und Gildo davon zu überzeugen, hallo Mücke und hau ab, und an dem Rat teilzunehmen. Okay. Sehr schön. Der machen wir dann definitiv beim nächsten Mal weiter. Bei Kapitel 5. Ich wage aber mal zu behaupten, dass wir eigentlich ganz gut was geschafft haben. Wir werden uns bestimmt noch so 1 bis 2 Streams hier aufhalten. Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark davon aus.